So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Ja, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Projekt. Und es ist endlich soweit. The Witcher 3 ist offiziell released, auch für die Otto-Normalverbraucher wie mich. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut. Und ich guck mal gleich, ob hier, jawohl, Gamepad ist auch gleich erkannt. Wunderbar, klappt super. Ich habe das Spiel mir nicht vorher groß angeschaut. Das heißt, ich kenne natürlich das Gameplay, ich weiß grob, worum es geht. Hab mich allerdings nicht spoilern wollen. Es gibt ja schon einige Let's Plays, die jetzt schon die Tage durch YouTube schwirren. Aber wie gesagt, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, weil ich mich so tierisch drauf gefreut habe, das Spiel mit euch jetzt zu entdecken. Und ich bin echt heiß drauf. Also ich freue mich tierisch auf das Spiel. Wenn es nur einigermaßen das hält, was es verspricht, dann erwartet uns hier wirklich ein richtig episches, geiles Abenteuer. Und wir schlüpfen natürlich in die Rolle des Hexers Geralt, der hier, ja, wie soll man sagen, auf der Suche ist nach seinem Ziehkind, glaube ich. Und so allerlei Sachen erleben wird. Und ich bin gespannt, wie gesagt, ich kenne die Story nur ganz grob. Und freue mich tierisch drauf, alles zu entdecken. Wir werden natürlich versuchen, so viel wie möglich hier mitzunehmen. Wir wollen hier nicht durch das Spiel waschen, sondern alles in aller Ruhe anschauen. Schauen, was möglich ist, ein bisschen das Spiel auch genießen. Und ich würde sagen, wir erzählen gar nicht mehr groß rum, sondern gehen direkt in ein neues Spiel hinein. So, ich wähle deinen Schwierigkeitsgrad. Einfach nur die Geschichte ist dann wohl leichteste. Das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Blut, Schweiß und Tränen. Du bist ein erfahrener, anspruchsvoller Spieler.
Naja. Und Todesmarsch, du bist wahrhaft verrückt und stolz darauf. Nein, ich würde sagen, wir nehmen mal hier die ganz normalen. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Ist dann wohl, denke ich mal, der normale Schwierigkeitsgrad. Ja, nehmen wir doch. Tutorials anzeigen sollte man natürlich machen. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren. Habe ich leider keinen. Ich habe The Witcher 2 nicht gespielt. Und deswegen aus. Und dann geht's los. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben.
Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Lala. Ja, und damit nochmal willkommen hier zum Let's Play von The Witcher 3. Es geht los. Ich glaube, ich habe jetzt auch die Steuerung. Jawohl, Gamepad erkannt. Sehr schön. Ist eben nochmal auf Tastatur und Maus geswitcht. Ich weiß nicht warum. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführliche Informationen zur Geschichte und Welt zur Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Sehr schön. Dann drücken wir mal hier A für fortfahren. Und dann gucken wir mal, wie wir uns hier bewegen. Alles klar. Ja, Minikarte und Ziele, das ist, denke ich mal, wie bei jedem MMO relativ klar. Auch hier machen wir mal fortfahren. Lass mal gucken. Hier wechseln wir mal die Kamera. Hier laufen wir entsprechend. Gut. Halte LT gedrückt, um die Hexersinne einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Gut. Was ist mit der Kamera? Ist auch ein bisschen friemelig. Dann gucken wir mal. Da haben wir schon was entdeckt. Untersuchen. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Schön. Dann gucken wir mal weiter. Dann müssen wir noch irgendwas finden. Da haben wir noch irgendwas. So. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Gut gekontert. So, dann gucken wir mal noch weiter. Auch noch was. So. Untersuchen. Flieder und Stachelbeeren natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Gut, das war's auch nicht. So. Okay, da müssen wir außen rum gehen. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ja, gucken wir mal, ne? So, aber wir suchen immer noch den Schlüssel zum Schlafzimmer. Irgendwas übersehen. Die können wir noch ausmachen. Ja, das geht ja schon mal gut los, ne? Vielleicht irgendwo hier draußen. Die Grafik ist schon genial. Scheiße,
Der Bergpass ist schön wie eh und je. Na, aber hallo. Da sagst du was, Geralt, da sagst du was. Verschlossene Schlüssel benötigt in der Nähe. Ah, hier ist dann auch noch was. Genau, da liegt er doch. Untersuchen. Sehr schön. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihn und drücke A. Ja, das sollte man noch hinkriegen, oder? Dann gehen wir mal hier hin und drücken A. Sehr schön. Ja gut, den brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr. Begib dich in die untere Etage. Ihr seht dann auch immer auf der rechten Seite, was wir entsprechend machen sollen. Ich denke, ihr werdet das ganze Schema schon kennen von anderen Spielen. Und ich halte mal wieder die Schnauze. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Natürlich. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Okay. Ja, sei nicht wütend auf sie, wir haben sie verwöhnt. Ja, sei mal nicht so wütend. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an mir. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Warum wolltest du unbedingt üben? Schlag zu. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ja, eine Entschuldigung reicht hier nicht. Besser nicht. Er sollte besser nicht mehr vorkommen. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel Nacktschnecken essen. Mit Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, Kleine.
Auf geht's, rennen wir über die Mauern. Klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ja, so ein Elfenbadehaus hätte auch was, oder? So, vielleicht. Gut, dann müssen wir wohl hier hoch benutzen. So. Drücke H und B, um hochzuklettern, alles klar. Das ist auch recht einfach. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kamerasteuerung nicht so richtig hinterherkommt. Das muss man mal so manuell... Ja. Gerald, was ist denn? Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Oh. Ciri, lass den Quatsch. So, dann geht's wohl hier runter. Geht's hier weiter runter? Sieht so aus. Aua. Ja, sie klettert natürlich. Geht das hier oder hier weiter? Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Hey, kleines freches Ding. Pass mal auf hier. Zack. Deine Beine sind länger. Ich werd's dir schon zeigen. Ja, das war's schon. Guck mal, unsere Lebensanzeige. Noch zur Hälfte. Halte beim Bewegen A gedrückt, um zu sprinten. Okay, das haben wir auch nicht gewusst. Tatsache. Okay. Sehr schön. Müssen wir hier runter. Oh nein. Sieht so aus. Besemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Algulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Ja, wo sie recht hat. Ich meine, sie hat es immerhin gelesen, oder? Ja, sie hätte es immerhin sagen können. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Okay. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen? Oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Tja. Natürlich hier Grundlagen, ganz klar. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Genau. Und wir auch, liebe Freunde, wir auch. Also keine Novizin, sondern Novize. Oder je nachdem. Zieh das Schwert, Geralt. So, Kampf, genau, so. Ich lese jetzt mal nicht alles vor. Wir haben Schwerter. Okay, alles klar. Das werden wir jetzt im Laufe des Tutorials sehen, denke ich mal. So, dann ziehen wir unser Schwert. Genau, drücke R, um ein Ziel auszuwählen oder Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich all deine Angriffe darauf. Okay, alles klar. So, drücke R, um ein Ziel auszuwählen. Wir sind sowieso von der Grundseite gerade relativ weit unten. Scheiß. Ja, kommen wir jetzt endlich. Ah, okay, hier war ich mal aus. So, Delay. Das wird kurz und schmerzhaft.
Kann ich jetzt. Achso, ich muss jetzt noch direkt auswählen, oder wie? Drücke R1, der mache ich ja die ganze Zeit. Ziel auf Wesemir und markieren als Ziel. Mist. Das kannst du jetzt nicht tun. Also eigentlich haben wir jetzt als Ziel schon anvisiert. Aber ich kann mit dem rechten Maustick ihn nicht auswählen, warum auch immer. Stahlwaffe passt, Starkangriff, Zeichen wirken. Unten stehen die ganzen Dinger, aber ich kann ihn nicht als Ziel auswählen. Wer will nochmal? Gut, hier gehen wir in die Zeichen rein. Das ist gerade ein bisschen seltsam, denn ich drücke eigentlich den rechten Stick nach oben. Hast du genug? Hier weiche ich mal aus. Ich kann nicht mal die Waffe wegstecken oder irgendwas. Mist. Na, das geht ja schon gut los hier. Es kann nicht sein, dass wir nicht ausgewählt bekommen. Stirb. Schnelle Hiebe. Aha, alles klar. Zwei, drei. So. Gut, also das heißt, ist schneller Hieb. 2 und 3. So, starken Angriff ist Y. 2, 3. Alles klar. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. So, wähle mit links aus und drücke dann B. Alles klar, das geht mal auch hin. Ist das Ausweichen oder Wegspringen? Werden wir gleich sehen. Na komm. Wer will nochmal? So, um hier ausweichen, wähle L und dann A. Okay, mit A, das hat man schon mal. Alles klar. Das heißt, mit A tun wir wegspringen, mit B ausweichen. Ich glaube, ich übermorgen lieber mit Ciri. So. Den Winkel. Parieren wir mal die Angriffe. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter, Schlag gegen Schlag. So. Okay, drücke mal von der Angriff deines Gegners LT, um Angriff aus gegen Angriff auszuführen. Okay. Komm schon! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Was ist mit dem Kondon? Kriege ich nicht gerade hin? Na komm schon! Ah, alles klar, ich muss gedrückt halten und nicht nur drücken. Alles klar. Mist. So, na komm. Ja, na komm. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexer. So. Durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Quen ist das Markierte, nehme ich mal an. Jawohl. Hier mit A. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Ach, Igni soll mit wirken, alles klar. So. Na, komm.
So, und dann wieder mit RT. Genug, siehst du. Ohne das Quentzeichen stünde ich jetzt in Flammen. Aber es ist auch nichts mehr. Na los! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Zeit für Axi. Axi bekommst du auch. Ich hasse dieses Gefühl. So, dann haben wir hier Axi. Dann kriegst du hier deinen Axi. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Das wird kurz und schmerzhaft. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. So, begib dich an die Stelle, die markiert ist. Da ist markiert. Okay, da gucken wir gleich mal. So, halte RB gedrückt, um die markierten Trainingsposten zu und dann lasse los, um zu werfen. Zack. Wunderbar. Okay, jetzt können wir noch ein bisschen Freistil-Training machen. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Dann werden wir mal noch so ein bisschen hier üben. Okay, das heißt. Na komm. Klar, okay. Das heißt, ich sollte immer relativ in der Parierung bleiben. Okay. Gut, ist eigentlich recht intuitiv, wenn man es mal so ein bisschen gemacht hat. Komm schon, komm näher. Gut, ich denke, das reicht. Das kriegt man schon hin. In den nächsten Kämpfen. Kein Problem. Aber gegeben, Kleine. Aber echt? Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Nette Dialoge. Was zum... Oha. Scheiße. Wer ist denn hier? Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ich habe von Kaer Morhen geträumt.
Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Sicher, das ist nicht das Problem. Dann haben wir mit Ciri geübt. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Ciri in meinen Träumen, vielleicht ist sie in Gefahr. Durchaus möglich. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja, vor allen Dingen mit ihrem Mundwerk, ne? Okay, Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Haben sie nett gemacht mit dem Tutorial in Form von einem Traum. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Okay. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich habe das Einhorn noch. Olala. Ging doch was, oder, Geralt? Das ist natürlich Privatsache, völlig klar. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha, verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Ui, direkt der erste Kampf. Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Ja, willkommen in der Realität, oder? Der Krieg verwüstet das Land und die er verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Okay, alles klar, fortfahren. Dann kommt jetzt unser erster richtiger Kampf, glaube ich. Dann gucken wir mal, dass wir das jetzt direkt... hinbekommen. Ja, das geht relativ problemlos gerade. Ich habe das Gefühl, der Sound ist ein bisschen laut. Den werde ich dann gleich mal noch ein bisschen anpassen müssen. Na, komm schon. So. Na komm, bleib da. So, hier ist noch einer. Gut, um den kümmert sich Wesemir, aber da kommt er nicht so richtig hin. Alles klar. Adrenalinpunkte, ach, haben wir auch. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden im Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Das erinnert mich so ein bisschen an Combat-System. Armeen durchziehen, folgen ihnen Und Vitalitätsregeneration.
Du kannst wieder Zeit regenerieren, indem du isst oder trinkst und mindestens eine Stunde lang meditierst. Ah, meditieren gibt's auch. Auf den Schwierigkeitsgraden Blut, Schweiß und Tränen, Todesmarsch kannst du durch Meditieren keine Vitalität regenerieren. Den haben wir ja nicht, also passt das. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen und während des Kampfes rasch darauf zugreifen zu können. Drücke nach oben und nach unten, sie zu verzehren und Vitalität zu regenerieren. Ah, okay, das sind Schnellzugriffssachen. Verstehe ich. Plätzen für Konsumgüter ist also Schnellzugriffsleiste, sowas ähnliches. Es befinden sich Lebensmittel auf dem oberen Platz für Konsumgüter. Drücke nach oben, um sie zu essen und einen Teil deiner Vitalität zu regenerieren. Ach, und das auch unten 5 Brot und 2 Wasserflaschen. Alles klar. Nähere dich einem Pferd und drücke A, um aufzusitzen. Ich würde sagen, für die erste Folge ist es doch schon recht lang. Machen wir hier einen kleinen Cut. Nächste Folge werden wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Finde ich übrigens auch geil, dass da die Uhrzeit oben steht und alles. Das Wetter klar ist, 4.33 Uhr. Ist echt genial gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr werdet uns hier auf der Reise mit dem guten Geralt hier begleiten. Das sieht echt toll aus, muss man schon sagen. Und ich spiele nicht auf Ultra oder so, sondern auf relativ normalen Einstellungen. Aber es läuft absolut flüssig und es sieht wirklich absolut genial aus. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge an der Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.